Die hat auch Piu Piu. Chris, brauchst du irgendwas? Das ist so leise. Ja. Was brauchst du? Das ist die langsamste Stufe für einen Multiplayer. Es gibt nur die. Brauchst du irgendwas an Waren gerade dringend? Nee. Könntet ihr Bretter anbieten? Ja. Schnaps. Nein, es geht meiner Bevölkerung gut. Okay. Gut. So. Ich kann nicht mehr sagen gerade. Das ist gut. Okay. Warum geht bei mir die Wurst alle? Das Problem ist. Wo denn? Hier, warum zum Beispiel eben die Krankenhäuser eben da nicht rankommen oder das Hospital, weil ja diese komischen Klippen dazwischen sind, ne? Da kannst du höchstens die Straßen upgraden zu asphaltierten Straßen, oder wie nennt sich das? Dann kommt das Krankenhaus ein bisschen weiter. Genau, die Pflasterstraßen sind das. Das habe ich bei Wariwood schon angefangen. Sollte es klappen. Jetzt wollen sie das letzte Haus hier. Dann ist die Pest weg. Verkaufst du eigentlich Klopapier, Freaky, wegen einer ausgebrochenen Pandemie? Mutig, mutig, sagt Bergi dazu. Klar. Klar. Ich benutze eine Säge, weil die brauche ich so nicht. Okay. Wie viel habe ich? 10. Da habe ich 7. Oh Gott. Es wird schon reichen. Bereit für den Einsatz. So, MS Rigani. Was schaffen wir weg? Was ist denn hier als Händler am nächsten? Die Olle hier. Gut. Besiegt. Juhu. Heißt, es kann wieder Handel getrieben werden mit dir? Ja. Und dann gucken wir mal. Das war die Pest. Ja, klar. Ich halte Abstand. Waha. Die sind ja jetzt. Ja. Die sind jetzt alle genesen. Stimmt, ich könnte. Ach, Mist. Wer sagt das denn? Mit Wahr? Der Bürgermeister oder was? Jetzt. Entschuldigen Sie. Was sind denn das hier für Untertöne? Ich habe das Gefühl, Ihnen geht's zu gut. Ja, mich lassen gerade alle in Frieden. Schon mal eine Kriegserklärung gekriegt? So, hier. Geht's ja zu mir. Wie bei Arno. Denen geht's gut. Wir sind zufrieden. Das passt so. Könnte ich sogar, obwohl sie keinen Schnaps bekommen, könnte ich sie aufsteigen lassen. So wird sie. Bitte? Ach, die auf der anderen Insel, die könnte ich aufsteigen lassen, obwohl sie gar keinen Schnaps bekommen. Wild. Sehe das einfach weniger Ware oder näher zum entsprechenden Gebäude, um erfüllt zu werden. Warum habe ich keinen Stalken? Hm.
Oh, Fenster. War ja bestimmt Fenster. Fenster? Ja. Wie Fenster? Naja, Fenster, Position, Fenster. Ach so, ja, das habe ich. Wo hast du da Fenster? Auch Variwood. Aber nicht so viele. Kann ich mir ein paar abzacken? Was ist denn der aktuelle Stand? 120. Nimm dir mal 100. Sicher? Ja. Ich produziere die günstig, weil ich nicht den Zwischenschritt machen muss. Hast du ja gesehen. Quarzsand oder so, ne? Genau, nur aus Quarzsand. Boah, ich könnte mit dem Doppel-Item meine Tierhöfe pushen, sodass die zusätzlich Rindfleisch generieren. Sie würden es für unser aller Wohl tun. Was möchtest du, eine Abholaufgabe? Ja, mache ich gleich. Geh mir nicht auf den Pinkel. Chris und Renis Zwillingsschwester. Schiffchen, die rüberfährt hier, geh ich mal auf Toilette. Bin hier wieder. Jo, mach das. Oh, ein Leckerchen. Hallöchen, Teufelchen Coco. Ich hoffe, dir geht es gut und du hattest einen wunderschönen Tag. Leckerchen hier in der Hand. Und zack. Gleich im Schlund verschwunden von der kleinen Maus. Genau, nom nom nom. Kanonisserei. Ja, das greife ich. Hm? Natürlich. Hier ist auch soweit alles Taco. Man verbraucht die Bedürfnisse von mir. Ach, das ist wieder diese doofe Kombatant. Die brauche ich nicht. Wenn ich hier weiter drehe, haben wir gleich kein Geld mehr. Ja, das muss reichen. So, dann machen wir hier mal kurz ein Foto. Für die Oma. Ach, ist das nicht ein schönes Foto. Okay. Wir müssen uns dran vorbeischleichen. Ah, weil da jetzt ein anderes Schiff gerade vorbeigefahren ist, hat das nicht geklappt. Mies. Sad timing. So. Was ist das denn? Was denn? Ich sehe gerade, dass mein Stahlwerk, das hatte ich das letzte Mal umgesetzt, glaube ich, noch am Ende. Das ist außerhalb der Reichweite des Lagerhauses. Mhm. Ja, so wird das nie was mit Stahl, ne? Schwierig. Brauchst du denn Stahl? Nee, aber... Nee. Produzieren könnte es ja mal, ne? Ja. Sind unterwegs. Muss nicht, sagst du. Muss nicht, genau. Hallöchen, Jana. So, die MS Regani tuckert jetzt schön einmal da zurück. Sind unterwegs. Wenn die wieder da ist... habe ich für meine Bewohner hier in diesem, auf diesem Gebiet oder in dieser Schneise des Landes gute Nachrichten.
Denn dann könnte es tatsächlich sein, dass eine Bierproduktion auch auf dieser Insel startet. Oder starten könnte. Sagen wir mal könnte. In der Zwischenzeit, wir haben die Produktion laufen lassen. Das heißt, wir können hier flupp den Schalter umlegen für Fleischkonserven. Dann sollte das jetzt hier mit dem Geld auch ordentlich hochgehen, oder? Ja, 7 Münzen mehr pro Einwohner, das ist geil. Und mehr Handwerker. Nice. Nice, nice, nice. So, MS Rigani startet ein schnödes, tristes Leben als Handelsschiff. Tut mir leid. So ein bisschen zumindest. Was ist denn das für ein schönes Schiff? Welches Schiff? Was ist das für ein schönes Schiff? Ein Kriegsschiff oder was? Wo denn? Dein Handelsschiff, was du gestartet hast? Das ist ein kleines Peng-Peng-Schiffchen. Ein kleines Peng-Peng. Genau. Ein Clipper. Nee, ein Clipper kann gar nicht schießen. Oder bin ich jetzt komplett doof? Warte. Nee, ein Clipper kann nicht schießen. Das war mein Fehler. Dann ist ja eigentlich die MS Rigani keine MS Rigani. Dann ist es eigentlich eine MS Fake Rigani. Traurig. Wir nehmen es. Eigentlich will ich es zu Ende bringen. Nice. Ärgerlich. Was denn? Die Nachricht hast du auch? Oh, für mich? Lady Margaret Hunt bedroht sie. Nee. Drohung, Kriegserklärung oder Bezahlung 110.000. Bezahlung, hast du das Geld? Ja. Gut. Dann bezahlen. Weil ansonsten... wird das hart für dich. Ja. Wibi. Okay. Sonst wird das echt hart, weil... die ballert dich um. Sind die, ist die KI so stark? Die schon. Okay. Wenn du auf Diplomatie gehst unten, das mit den 2 Fahnen, und dann die gute Dame mal anklickst, dann gehen ja so Balken hoch. Mhm. Also ihr Militär ist aktuell bei 283. Mhm. Eures bei 55. Ist gut. Läuft. Wir sind auch beim Militär bei 55. Nee, ihr seid da bei 39. Entschuldigung. Ich baue mal eine Fregatte. weil ich's kann. Oh je. Dadurch sind wir schon mal militärtechnisch bei 66. Und Bergi schreibt dazu, eine Fregatte macht noch keinen Sommer.
Warte mal. Wo kann man denn die Zeitung bauen? Die Zeitung kannst du gar nicht bauen. Die Zeitung ist eine Spielmechanik, die vom Spiel vorgegeben wird. Das ist der zweite Menüpunkt links. Eins unter dem Aufgabenbuch und über den Expedition. Okay. Was kann ich da tun? Bei der Zeitung kannst du theoretisch Einfluss drauf nehmen, wie deine Bürger sich so verhalten. Also du kannst die halt zensieren oder lektionieren. Und je nachdem, was du da dann auswählst, kannst du schlechte Nachrichten, die die Zufriedenheit runterhaut bei den Bewohnern, verhindern. Das Ganze kostet allerdings Einfluss. Und Einfluss ist der Wert oben links. Da hast du dein Profilbild, dann euer Geldvermögen, die Bilanz, die Einwohner und dann den Einfluss. Und, Einfluss kann man nur gewinnen, indem man zum Beispiel viele Schiffe hat oder einige Schiffe hat, um einen Erfolg zu kriegen, viele Bewohner hat, etc. Also bei dem Einfluss bin ich auch nicht so hundertprozentig dahinter. Wie du das kriegst, steht zumindest dran, gewinnen sie an Einfluss, indem sie ihre Gesamtbevölkerung vergrößern und Investoren als Einwohner beherbergen. Also ich lasse erstmal die Finger Stufe davon, würde ich einfach mal sagen. Investoren sind wahrscheinlich die fünfte Stufe, oder? Ja. Oder? Die kommen erst noch. Ahoi, Loyos. Loyos zündelt die Fackel an und greift sich die Mistgabel. Ein Zwergenaufstand wird geprobt. Wie geht's dir, Loyos? Alles gut bei dir? Ach, jedes Mal möchte ich Freakys Schiffe anklicken. Ich habe ein Schiff rübergeschickt. Wo ist das hingekommen? Zu dir? Oder hast du das schon zurückgeschickt? Ach so, die MS Boeing, die hatte ich gerade für eine Aufgabe gebraucht, als du rauchen warst. Okay. Ich schick sie zu dir. Die war bei dir eigentlich zum... Was? Wo die Fenster wollte ich abholen. Ach so. Ja, Upsi. Ja. Ist auf dem Weg zu mir. Zu dir oder zu mir jetzt? Ja, zu mir, weil Fenster waren ja nicht drauf. Ja. Nee, so, die war im Weg, ne? Mir geht's gut. Happy Pizza Freitag. Wie geht's dir? Mir geht's bestens. Bestens. Kann mich nicht beschweren. Und Wochenende. Ohne Aufgabe auf Buddelhausen. Steht auch davor. Von daher kann es einem nur gut gehen. Eine Einwohneraufgabe. Was wollt ihr? Eine Rätselaufgabe. Oh Gott. Finden Sie den Harold. Wo ist er denn? Ist es nicht einer, der irgendwie so Zeitungen und so weiter verteilt? Oder bin ich jetzt doof? Ich hab ihn. Oder ne? Ich hab nicht. Das ist einer, der steht irgendwo rum und winkt mit der Zeitung. Da. Bleib hier. Ist das nicht du? Nee, das ist nicht der. Das ist der Junge gewesen. Ja, ja, mit so einer Zeitung. Ach so. Ja. Wir suchen einen Alten. Hey, was für eine Nacht. Werden wir etwa übersehen? Nee, ihr werdet nicht übersehen. Ich möchte... Da! Hab ihn. Auf dein Wohl, Loyos. Nur ein wenig Beachtung. Mehr braucht's nicht. Wow. Danke für das Eisen. Er braucht den Eisen. Dein Schiff ist angekommen. Ich pack mal 100 Fenster drauf, ne? Ach, jetzt steht's auf dem anderen Hafen. Okay. Wo ist denn deine Insel da? Schon zurück. Fährt schon zurück. Hab schon. Also. Gut.
So, die Unsinkbar ist unterwegs. Was macht die MS Fake-Regani? Die belädt sich noch. Cool. Was sagt die Metropole? Die Metropole wächst zu langsam und gedeiht. Wir sind aktuell im Handwerkerzeitalter. Da kommen wir aktuell noch nicht wirklich weiter, weil wir dafür in die neue Welt müssen. Da warten wir gerade so ein bisschen drauf. Aber dadurch, dass heute Chris auch nur alleine im Gegnerteam spielt und quasi für zwei spielen muss, wollen wir ihn da jetzt auch nicht überfordern oder stressen oder ähnliches. Deswegen. Wir können das aber mal machen jetzt demnächst, finde ich. Also. Hast du denn schon ein Boot soweit fertig mit Dingen drauf? Nein. Dann solltest du das so langsam in Angriff nehmen. Was ist denn da drauf? Wo sehe ich das? Wenn du dann spät... Also eigentlich siehst du es nicht. Du brauchst auf jeden Fall, wenn ich mich ins nicht richtig, wenn ich mich nicht falsch entsinne, Nahrung. Irgendein Nahrungsmittel, egal welches. Und ich würde Bretter und Stahl mitnehmen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es Stahl war oder Lehm. Und ein Schiff. Und ein Schiff. Und Arbeitskleidung mit oder so? Nö, das mache ich eigentlich nie. Ich kann ja nur drei Sachen, oder? Je nach Schiff. Es gibt auch Schiffe mit vier Plätzen. Das hast du jetzt alles aufgeladen? Dein Schiff? Warte. Ich habe jetzt 50 Bretter, 50 Schnaps und 50 Stahl. Ich habe Fisch. Braucht man Fisch? Nee, eigentlich nicht. Das reicht auch, wenn das einer aus dem Team macht, tatsächlich. Ich möchte ja aussehen, wie das ist. Möchtest du das dann machen? Keine Ahnung. Ich hätte es halt sonst nur für den Stream gemacht. Okay, dann machst du den Stream. Dann gucke ich deinen Stream. Okay. Schenk dir das Leben Zitronen, mach Limonade draus. Und Burgi schreibt, Zitronen, nimm Zitronen mit. Oder Vitamin C Konserven. Die baut Vari, glaube ich, an. Ich habe nur die Paprika-Produktion hier, die Vitamin C bringen könnte. Warum das Geld runtergeht? Weil Vari wird aktuell nicht performt. Naja, aber wir machen ja Plus und trotzdem haben wir eine Million verloren. Ach so. Ja, du warst ja unterwegs und hast Dinge gemacht für Erwachsene. Also geraucht. Und ich... War ich auf der Toilette. Ach, oder du warst auf dem Klo. Okay, gut, dann warst du auf dem Klo. Aber es sind auch Dinge für Erwachsene, klar. Und da habe ich mir halt zwei Items gekauft. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und Regani schreibt gerade, eine rote Paprika hat fast so viel Vitamin C wie eine Zitrone. Ja, okay, dann habe ich tatsächlich... vitaminhaltige Sachen gebaut. Habe ich hier noch einen Platz frei? Nö. Zu einem Imperium gehören Land und Meer. Boah, ich traue mich gar nicht, die Nähmaschinenproduktion anzuschmeißen. Ich merke halt, seitdem ich die Nebenmaschinenproduktion habe, bekomme ich halt weniger Stahl. Das ist ganz klar, ne? Weil das wäre also Stahlträger. Mhm. Stahl natürlich abgezwackt wird von denen, ne? Naja. Wobei ich könnte ja Stahl überhaupt einstellen oder Stahlwerk. Stahlträger könnte ich eigentlich einstellen, ne? Und nur Nähmaschinen produzieren. Und Konserven. Ich glaube, Stahlträger produzierst ja du eigentlich ganz gut, oder? Ja, da bin ich gut dabei. Und kennt Vario? Wieso Vario?
den Unterschied zwischen den roten Paprika mit 3 und 4 Enden. Ich glaube, das eine sind die männlichen, das andere sind die weiblichen. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob das mit den 4 die männlichen oder weiblichen sind. Ich glaube, die weiblichen. Ich weiß es aber nicht genau. Ich habe mein Stahlwerk abgerissen. Mhm. Und gehe mehr auf Konserven. Mhm. Ah, nee, Nähmaschinen oder so. Nähmaschinen. Pudelhausen wird jetzt ein weiteres Finanzfiasko erleben, ne? Schön. Was brauchst du da schon wieder? Mit Ansage. Die Nähmaschinenproduktion schmeiße ich auf die Insel. Ja, mit Ansage. Kann sein, die mit 4 Enden sind süßer und fester und die mit 3 nicht so süß und etwas weicher. Okay, das wusste ich nicht. Dann wird wahrscheinlich meins auch Bullshit gewesen sein. Bullshit. Mhm. Und sowas darf man sagen. Bari darf das. Ob man das sagen darf oder nicht, wahrscheinlich nicht. Licht, oder wie? Genau. Ach, ist einfach Kuhkacke, okay? Kuhkacke. Warum gibt es männliche und weibliche Paprika? Wie paaren die sich? Birgi, Pflanzen paaren sich unbeabsichtigt oder eigentlich beabsichtigt passiv durch Bienen. Und Wespen und Insekten und allerlei Gedöne. Passiv-aktiv? Oh, shit. Oh, ich habe ein Haus gedowngradet statt geupgradet. Als Verbündeter von die Cricket-Spieler sollten sie sich in ihrem Krieg gegen Anne Harlow mitwirken. Sag mal, wieso seid ihr jetzt schon wieder im Krieg mit eurer Zwillingsschwester? Was, ich? Ja, du. Ich habe nichts angeklickt. Mit wem? Ich bin bereit, meinem Vater zu folgen. Genau so aussieht. Warum will die Piratin jetzt mit uns Krieg? Die blöde Kuh. Ich habe nichts weggeklickt oder angeklickt. Nee. Och man, ich hatte mich so schön hochgearbeitet bei der Doofen. Steck dir dein vornehmes Gequatsch. Oh, die... Ja, die Piratin kann mich am A lecken, ey. Was machen wir da jetzt? Ich habe einen Waffenstillstand mit ihr gefordert. Uns lässt sie in Ruhe. Für uns gilt nee. Für uns alle? Nee, das gilt nur für Freaky und mich. Können wir sie nicht fertig machen? Diplomatie. Ja, einen Friedensvertrag ersuchen. Mhm. Und dann? Wieso ist denn das jetzt schon wieder ein Krieg mit der? Machen wir doch die einfach mal tot. Ja, ich schicke schon mal ein Schiff los. Auf Diplomatie und dann Waffenstillstand erbitten. Also auf die Hände rechts. Hat sie zugestimmt. Gut. Ja, gut, dann schicke ich mal meine Flotte los. Ich habe auch 2 Linienschiffe. Achtung, Admiral! Mhm. Ich sollte vielleicht erst die Sachen vom Schiff runterpacken. Also die Roten dürfen angreifen, ne? Ja. Die blöde Kuh, die blöde. Ist doch nicht wahr, ey. Ja, ich könnte da gerade echt drauf verzichten, wenn ich ehrlich bin. Shit, jetzt habe ich zu viele Bretter. Die fährt eh davon. Aber da war, wo ist das hier? Okay. Ich
bisschen. Nee, natürlich zu langsam für die. Die Fregatte ist natürlich schneller wie die Linienschiffe, ne? Mhm. Aber das ist egal. Menschen lassen sie hochleben. Hm, du hast ein Fest. Es ist ja ein Fest. Ich hoffe. Der denn trotzdem hinterherfahren oder? Na, ich schicke meine Schiffe gerade gebündelt. Ich warte hier mal. Wo ist denn hier? Zwischen. Was ist das? Zwischen Pudelhausen und Hermblock. Mhm. Ja, der kannst du eigentlich hinterherfahren, oder? Naja, aber die fährt. Oh, wo schießt die? Auf Pudelhausen. Pudelhausen. Ja. Ihr Hafen wird angegriffen. Ihr Hafen wird angegriffen. Schiff unter Beschuss. Meiner wahrscheinlich auch gleich. Die Fake-Krieger nie wird angegriffen. Schiff unter Beschuss. Ja, endlich mal Action, hat er gesagt. Endlich geht hier mal was los. Ist das hier Geschützstellung oder was braucht man da? Ja, ich baue da gerade eine, aber ich habe kein Zeug, ich habe keine Rohstoffe. Aber was ist besser, ein Kanonenturm oder eine Geschützstellung? Hat beides seine Vorteile. Flak ist ja gegen Luftschiffe, so sagen wir mal, ne? Ja. Wo sind die denn? Da. Könnt ihr mal... Deine MS Boeing ist gleich im Untergehen. Aber ich habe keine Probleme, oder? Nein, nein, du hast entspanntes Leben. Die Wegkrieger, die verdaut durch. Mhm. Echt. Also so als Anfänger ist echt viel, ne? Wenn man gleich so einen Multiplayer startet. Ja. Wenn man nicht irgendwie über die Story oder so gespielt hat. Boah. Pudelhausen ist nicht die Baumwollproduktion, das wäre in der neuen Welt. Pudelhausen ist die Produktion für Bier. Tötet dieses Schiff. Tötet, was euch tötet. Da fährt ein Schiff von dir durch, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, das sind die Handelsrouten, die jetzt natürlich alle offen liegen. Oh, die sind halt alle, die fahren halt alle da weg. Ein neuer Auftrag. Fake Rigani, du schaffst das. Lotto bereit. So, ein Schiff versenkt. Von denen. Flotte bereit zum Feuern. Mhm. Fahren halt leider alle in verschiedenen Richtungen. Kurs setzen. Volle Segel. Die Piratin natzt mich. Was, ist ein Schiff kaputt gegangen? Von denen halt. Ach so. Aber eins habe ich versenkt. Wir sind halt überall so ein bisschen, ne? Naja. Wir sind noch hinten bei uns dann hier. Paprika und Splash-Ansiedlungen. Aber da gehst du gerade drauf, ne? Ja, hier unten in Lehmingen, da gehe ich drauf. Lass es dir schmecken, Loyos. Jetzt schießt halt mal. Ihr seid doch schon in Angriffsnähe. Ah, wird das Schiff eigentlich auch so nur beim Konto repariert oder brauche ich eine Reparaturstation? Mit einer Reparaturstation geht's halt schneller. Es repariert sich aber auch so ein bisschen. Geht nicht um. Feindliches Ziel erfasst.
So, Schiff 1 ist von ihr down. Nee, ich habe schon eins versenkt. Ja, ich habe jetzt auch eins. Dann ist es Schiff 2, was kaputt ist. Drehen die alle um hier? Nee, hier sind schon 2 gesunken. Mhm. So aus. Flotte bereit zum Feuern. Und die wissen, dass wir sie jagen, ja? Naja, klar. Ich gehe jetzt zur Basis runter von ihr. Ja, da sind die Schiffe auch unterwegs. Ich glaube, es ist noch. Ist das Schiff? Wir sind immer noch nicht fertig. Doch, wo ist das Schiff hin? Oh, da ist es. Das schicke ich auch runter. Ich kann halt sonst keine Schiffe gerade bauen, weil ich halt keine Kanonenproduktion habe. Aber gut, das ist nicht so tragisch. Bei mir. Übrigens, holt ihr welche? Dafür habe ich aktuell kein Schiff frei. Warte mal, gucken wir die MS. Wo auch immer das ist, MS Boeing. Außerdem wollte ich jetzt hier gerade noch Dinge bauen. Endlich ist Spannung. In die falsche Richtung. Sagt er. MS Boeing. Statt dass ihr hier. Schäfhunterbeschuss. Ich werde jetzt draufgehen wahrscheinlich. Na, die schafft's nicht. Die ist falsch rumgefahren. Außer? Glück muss man haben. Ja. Kann ich irgendwo überfahren oder? Also ich habe einen Reparaturkran bei Varywood. Die Frage, wo ich lasse da lang fahren, ja. Zwischen den zwei Inseln durch, dann kommt sie dem Schiff nicht nahe. All die sagenhaften Länder existieren. Nee, Expedition habe ich keinen Nerv zu. Das ist jetzt mein drittes Schiff. Irgendwo. Ja. Den sammle ich jetzt hier noch. Ich hab nur 4 Kanonen. Flotte unterwegs. Ach, das ist alles so langwierig. Feind gesichtet. Admiral anwesend. Hi. Neue Ziele? Warte jetzt noch auf das neue Schiff, das ich noch nicht gehe. Noch nicht beendet habe. Formation einnehmen. Kommt ihr klar? Wie sieht's aber aus bei euch so? Guck jetzt mal bei euch. Ja, die Inseln machen Inseldinge und ich versuche hier Schiffe zu töten. Mit den Lehnschiffen hat man natürlich keine Chance gegen die Kanonenboote irgendwie so. Ja, die sind halt echt schnell. Weil du fährst ja auch mit deiner Flotte da so einem Kanonenboot hinterher, oder? Hm. Ja, aber das Gute ist, das fährt halt Richtung Piraten, von daher ist es okay. Weißt du, da waren wir so kurz davor, mit deren Handelsrecht zu haben und dann so ein Shit. Aber wo kam das her? Weshalb? Also nur für euch, ich habe jetzt einen Clipper und könnte ein Schiff beladen mit Dingen, die ihr mir sagt. Mhm. Ich sag's mal so, wie es ist. Wir haben kein Schiff gerade übrig. Okay.
Sorry, aber warte, ich kann mal eben hier. Also theoretisch habe ich auch ein Schiff fertig. Also ich habe ein Schiff mit 3 Plätzen, wo einmal 50 Bretter, 50 Schnaps und 10 Stahl drauf ist. Falls dir das schon mal was bringt, dann kannst du das Schiff schon mal füllen. Entschuldigung, mit was? 50 Bretter, 50 Schnaps und 50 Stahlträger. Und der vierte Platz? Wir haben nur 3 Plätze. Kannst du noch was anderes mitnehmen? Ziegel zum Beispiel. Okay. Ja. Schiff unter Beschuss. Schießen die auch da mal? Ich hab mal die Kanone angeklickt, ne? Ja, das ist bei dir. Hm. Naps, Bretter, Ziegel, Stahl, ja? Ja. Also habe ich eingeladen, ist bereit. Ich warte dann. Mhm. Ich würde mich ehrlich gesagt gerne umstellen. Dann mach das. Was? Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg. Was ist los? Mir wurde der Krieg erklärt? Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Mir wurde der Krieg erklärt. Von wem? Von der Alden? Ja. Na dann viel Spaß. Kannst du irgendwie einen Waffenstillstand machen bei ihr? Die KI will es jetzt wissen. Die sind unzufrieden. Also ein weiteres Schiff von ihr ist versenkt. Steuermann. Endlich. Och nö, jetzt will die auch den Krieg. Warum? Sie haben recht. Freaky. Ja. Wird jetzt schwierig, ne? So. Wir sind jetzt in 2 Fronten drin. Volle Segel. That escalated quickly. Tja, und nu? Ah, heißt das schwierig? Man muss das den Schiff irgendwie in Sicherheit bringen, das ist fast tot. Was? Ein Schiff ist fast down von mir. Wurde zerstört. Okay. Welches? Die hat Feuerkacke am Dings. Laufen Koordinaten an. Wir sollten definitiv gucken, dass wir mit der alten Lady wieder irgendwie uns gut stellen. Ein Kanonenturm und 2 Schiffe versenkt von dem. Mhm, und deine MSR-Line ist auch fast tot. Feindliches Ziel erfasst. Aber die bin ich schon am Wegziehen hier. Flotte bereit zum Feuern. Feindliches Ziel erfasst.
Schwarze Rose hat eine Selbstreparatur drin, ne? Das wäre ja auch ganz gut bei Kriegsschiffen. Hm. Neue Ziele? Können wir irgendwo in der Nähe bei dieser Insel hier, das ist der Papihausen, kann man da ein Reparaturdings hinbauen? Segel setzen! Haben wir da Ressourcen? Warte, muss ich gucken. Aber ich kann echt selbst auch gucken, ne? Ne, ich hab da halt keine Fenster. Ne, warte. Ich hab da keinen Stahlträger. Okay. Könnte sonst jemand schnell mal hinbringen, ne? Mhm. Stahlträger. Wo auch immer. Und Kanonen, wenn du hast. Ich hoffe, die kommt gut an der. Oh mein Gott. Hm? Ja. Das ist schlecht. Ich verliere gerade Schiffe. Mhm. Und schau. Schiff unter Beschuss. Das ist untergegangen. Was ist denn passiert, dass das so eskaliert hier? Ohne René. Ja. Ich kann es euch nicht sagen. Keine Ahnung, aber meine Küstenbatterie hat die gut fertig gemacht. Die schwarze Rose, da geht's nicht gut. Die wird auch runtergehen. Schickst du weg? Na, die ist auf der Route. Ja, aber man kann sie ja umdelegieren. Wisst ihr? Jetzt kommt er nicht mehr nach. Er fährt seine Route weiter, aber... Ich habe gerade die Route wieder gestartet. Naja. Aber kurz wegziehen einfach, dann ist er in Sicherheit. Ja. So, wir sind... Linienschiff. Mein Linienschiff wird dem jetzt ein Ende bereiten. Wie sieht denn das aus mit deinen Schiffen? Die sind auch alle fast... Fritte, okay. Ich hätte auch noch ein anderes. Wo sind denn hier die Schiffe? Airbus, gute Fahrt, Schulgeni, ein Sinkbar, Spoing Whisky. Ja, seht ihr hier. Achtung, Admiral anwesend. Ich fährt gerade runter, ja. Spoing fährt gerade runter zur Hauptinsel und holt. Also ich baller jetzt einmal hier auf die Insel von der Piratin. Also die macht mich völlig fertig übrigens, ne? Auf welcher Insel denn? Schiff unter Beschuss. Sleepy Hollow. Mhm. Aber das ist nicht die Piratin, oder? Macht dich nicht jemand anderer fertig? Was? Nee. Mark Retanto, oder nicht? Ja, die kommt mit 6 Schiffen. Ja. Ah, ja. Keine Chance, da was gegen auszurichten. Das war das Charterschiff. Tschüss, Regani. Ja. Das hat so keine Chance. Das macht so keinen Sinn.